Hier. Was ist das? Schlag nach dem Zeug. Aha, aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh, dann habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Noch eine Wache. Er bewegt sich nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupefaccio? Ja, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Na dann, Stupo. Lukas, Stupefaccio wäre gut. Wird gemacht. Achtung, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Vorbei an die. Hugo ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Tage der Stadt sind gezählt. Ja. Eine Belagerung? Gehen wir zurück zum Haus. Soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik. Aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken, dass sie nicht können. Und dann rebellieren sie. Ja. Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach weiter. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch, schnell! Moment! Nein! Ist das Depot sauber? Ich mach seit 2 Tagen nichts anderes. Muss das Geld geben nach dem Mordehobo? Halt still! Gehen wir! Bin todmüde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Ach so, da kommen wir nicht raus. Gut, wir schaffen das. Ja, stimmt. Hey, da unten ist das Haupttor. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Mutter wird stinksauer sein. Ich habe alle enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Und wir haben das Kraut nicht bekommen. Hier, geht's runter. Oh, Lukas, ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Vielleicht finde ich auch eine andere Waffe bei der Gegenwelt. Waffen. Schwerter. Messer. Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Warum beten lernst wir, dass du mal niemand nicht kommt. Mit sonst. Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Trockenpflanzen, Pulver. Such weiter. Was ist das? Nein. Hier? Nein. Das behalten wir mal. Na los, komm schon. Oh, so ein Saustall. Bitte, bitte. Sie könnten jederzeit kommen. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Vielleicht hier. Oh, bitte. Wo haben Sie hingetan? Zeug. Der Geruch, das... Oh, sie muss irgendwo sein. Ich hab den Nachtschatten, Amicia. Endlich. War also doch nicht umsonst. Auf eine Alchemistennase ist Verlass. Jetzt noch meine Schleuder und dann hauen wir ab. Ich geh mal zu. Sieht verschlossen aus. Vielleicht mit einem Messer? Oh, da bist du ja. Hab sie. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß.
sehr schön. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Was gibt's hier? So, ein Messer dafür öffnet. Mist! Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Werkzeuge. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich als bei Platzmangel zu zerlegen und Töpfen, Messern, Gerät und Bolzen. Ja, Ausrüstung. Ein weiterer Ring am Gürtel ermöglicht es, ein bisher einen zusätzlichen Topf zu tragen. Aha. Chemie. Durch das Annähen einer neuen Tasche kann ein bisher zusätzlich alchemistische Munition nutzen. Ich nehme mal die Ausrüstung. Viel besser. Ja, bestimmt wird die Hälfte verpasst. Oh, wir haben Raffinesse gelevelt. Ich dachte nach der Mordenreihe jetzt hier mal ein bisschen. Wir haben uns zu sehr durchgeschlichen. Ja. Mal sehen, was sich machen lässt. Gerade noch nichts. Na dann. Also, wann geht's jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst da sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist! Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Es sind drei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Wer ist mit dem Schwert? Die Balliste. Hör zu, ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Da! Da ist ein Karren. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Na, hier ist die Karren. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen oder Angst. Ist dann der Fall. Gut. Dann ran an die Kurve, also los. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Was? Da ist dein Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Ja. Wir müssen irgendwie die Kette loswerden. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Kette loswerden. Verdammtes Schloss! Keinen Plan wie. Da oben. Du musst aber oben stehen, scheinbar.
Los, zur Tür damit, schnell! Das Stubenzeug. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt, das Stupefaccio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Oh, na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Da Leute bin ich schon. Stehen. Der Tür. Bereit? Wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Glyphier. Pflicht der Beschützerin. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Alicia, du es nicht. Die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte, aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen.
Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf, ihr beide. Das gefällt mir nicht. Geht's dir gut? Wir müssen wahrscheinlich den... Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Auf geht's. Zurück in die Wildnis. Gerade angekommen und schon wieder los. Wir können wohl nie. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Wo genau alle sind wir Einwohner jetzt hin? Müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Weggeschickt. In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Zum Boot wollen wir. Okay. Was war jetzt genau der Plan? Das ist irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Der Magister will nicht auf, will wenigstens mit der Insel zu tun haben. Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Da, der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Vielleicht müssen wir auf eigene Faust los und die Insel finden. Amicia, wenn wir da sind... Dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Wenn ich die Wahl habe zwischen Soldaten töten mich oder ich töte die Soldaten. Da wären wir. Gut. Ist ja wohl klar, was ich will. Dass ich Magister Vaudeur nach der Insel frage, wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Bin ich gespannt, was daraus noch wird. Okay, jetzt nehmen wir nicht lang. Okay, Katzen lädt erstmal noch. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot.
Wir können ihn vielleicht noch retten. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Nee. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Ganz so wird's nicht sein. Suchen wir das Boot. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Das möchte uns irgendwie. Oh, sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre. Na, ah, wir haben ich nicht so sicher. Ich weiß auch nicht. Wir müssen darüber. Wirklich durch. Na los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los. Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar, öffnet das Tor. Geht in Stellung. Hey, Neulinge, ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt an. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute! Okay, wie kommen wir da näher ran? Hier entlang wahrscheinlich. Kein Lärm machen. Auf zum Tor. Sind alle blind und taub, da ist das kein Problem. Soldaten, bitte helfen. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Ha! Wo zum Teufel kommt dieses Geräusch her? Ich hab was gehört. War nichts. Oh, der entdeckt uns jetzt. Alles sauber. Weißt du, wie ich hier oben hin soll?
Nee, das ist eine schlechte Idee, schlechte Idee. Und können wir hier rein? Nein. Ah, hier können wir vielleicht. So. Hier durch. Ja. Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Oh, Scheiße! Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Himmelswillen, tut doch was. Nein, nein! Sie kommen! Sie müssen sich beruhigen. Es ist zu spät. Nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott! Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Das Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja, sag mal durch. Das Feuerbecken. Fantastisch. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Naja. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hierbleiben ist der sichere Tod. Weiter geht's nicht. Josephs Boot. Wir kommen näher. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Als ob. Nein, nein. Die zwei Ratten, die da noch bauen. Ach, schöner Checkpoint. Josephs Boot. Wir kommen näher. Mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Wie dieses Pulver zurück, was die Ratten auf einen Punkt gelockt hat. Gehen wir hier durch. Ekelhaft. Ja. Dieser Geruch. Teer. Was ist das? Verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Sie folgen uns! Das war so klar, deswegen konnten wir da auch gerade nicht weitergehen. Keine Panik! Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen.
Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Ja. Sollen wir dann ankommen? Das geht doch schief, wenn wir hier. Uns doch die Töpfe verlassen. Vielleicht bewegt die Kurbel das Fass. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Ah, hier rüber. Bah. Matschkampe. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei.